Hallo bei Klemmbausteinwelten. Wie ihr seht, haben wir hier wieder mal den Rheingold stehen. Und Lubrix hat mittlerweile die defekten Teile geliefert und auch die Fehlteile, die auf einen Designfehler beruhen. Und zwar geht es da im Genauen bei den Waggons um das Drehgestell. Wenn ihr den Wagen mit den großen Fenstern habt, lagen bei euch zusätzlich eine 2x3 Plate dabei und eine 2x4 Fliese, die auch so in der Bauanleitung mit drin war, wie ihr sie zu verbauen habt oder einfach beigefügt. Und zwar handelt es sich da um diesen Bereich, dass wir hier auf 6 Noppenbreite kommen. Das wurde bei dem Wagen alles dazugelegt. Allerdings bei dem Aussichtswagen und bei den Wagen mit den kleinen Fenstern war dies nicht der Fall. Wenn ihr auf die Homepage von Lubrix geht und schaut euch die Wagen dort mal an, da ist auf den Bildern direkt der Designfehler auch zu sehen. Da ist bei den Bildern auf der einen Seite vom Wagen ist die 2x4 Fliese verbaut, um auf 6 Noppen zu kommen. Und auf dem anderen Drehgestell haben sie es weggelassen. Das zeigt wieder mal, dass die Sachen nur am PC konstruiert werden und nie relativ aufgebaut oder mal getestet. Weil solche Fehler müssen einfach auffallen, dass der Wagen nicht symmetrisch baugleich ist. Das eine Drehgestell hat die Teile, das andere Drehgestell hat die Teile nicht. Also machen wir jetzt mal hier die Drehgestelle ab. Und hier könnt ihr im Prinzip den Unterschied sehr schön sehen. Das ist der mit den großen Fenster, das ist der mit den kleinen Fenster. So sieht das Ganze dann zum Vergleich aus. Also da der Unterschied ist schon deutlich zu erkennen. Euch fehlt bei jedem Radsatz eine 2x3 und eine 2x4 Fliese, um das Ganze designtechnisch richtig zu machen. Ich werde euch jetzt auch noch mal zeigen, wie die Wagen im Prinzip auf der Lubrix-Seite abgebildet sind.
So ist es auf der Bluebrick-Seite genau dieser Waggon. Auf der linken Seite ist es verbaut bei dem gerenderten Bild. Und auf der rechten Seite ist nichts verbaut. Also sind nur die zwei Fliesen verbaut, hier sind auf der anderen Seite drei verbaut. Also ist da schon ein absoluter Designfehler passiert. Denn das hätte sofort auffallen müssen. Zumal haben sie ja bei den großen, mit den großen Fenster, haben sie ja die Teile beigelegt zusätzlich. Genauso, ich hatte es auch schon mal im Video erwähnt vom Regionalexpress, von dem Steuerwagen. Der Steuerwagen vom Regionalexpress ist ein Brick zu kurz. Das hat zur Folge, wenn ihr zwei Regionalexpresswagen aneinander kuppelt, habt ihr einen Brick Luft. Nehmt ihr einen Wagen und den Steuerwagen, habt ihr zwei Bricks Luft. Das liegt daran, weil ein Brick zu kurz gebaut ist. Und die Teile fehlen euch auch. So, die Wagen haben wir jetzt alle umgerüstet. Jetzt kommen wir zur BR103. Da hatte ich ja die Probleme mit der abspringenden Tür. Da habe ich jetzt 8 neue Blade Modifieds hier. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist dieses Teil, die Platte hier, bei mir eine absolute Bogenlampe. Die ist dermaßen von verzogen. Die zwei, die sie mir jetzt zugeschickt haben, sind absolut gerade. Auch hier, die ist auch komplett verzogen. Und da schauen wir mal, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Ob die Teile jetzt bessere Qualität haben oder ob die Türen dann immer noch abspringen. Und die Tür hält.
ist ja schon mal ein sehr großer Fortschritt. Ohne Spannung und alles. Auch die nächste Tür hält. Auch hier kein Abheben mehr. Diese Teile könnt ihr auch nicht weiter verwenden irgendwie, solltet ihr jetzt sagen, ihr legt die bei euch in die Krabbelkiste. Die sind einfach so massiv fehlerhaft, egal welchen Stein ihr da drauf setzt. Und auch diese Tür hält. Da habe ich meine absolute Schrotttüte, wo Steine drin sind, die einfach nicht mehr zu verwenden gehen. Haben wir hier eine Fliese, die komplett hinten an der einen Ecke verbogen ist. Dasselbe noch einmal. Dann hier ist die Scheibe nicht komplett ausgegossen, da fehlt hier die Hälfte. Dann hier ein Technikverbinder, wo auch die Hälfte vorne dran fehlt. Und da gesellen sich jetzt diese Teile hier dazu. Plastikmüll. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt beim Dach passiert. Ob wir da jetzt eine Verbesserung erreichen mit den neuen Platten.
Ja, wie ihr seht hier, die ist an zwei Ecken hier verzogen. Und die neue ist hier absolut gerade. Lässt sich auch bei Weitem besser aufsetzen. Somit wird jetzt auch das ganze Modell gerade. Was vorher ja bei mir nicht der Fall war. Das hat ja hier alles an jeder Ecke abstehen. Und hier seht ihr genau dasselbe. Auch hier, diese Platte hat ihre besten Zeiten schon erlebt. Ist zwar nicht ganz so wackelig, aber es reicht halt aus, dass das hier dann nicht gerade aufeinander passt. Auf dieser Seite lässt sich bedeutend entspannter draufsetzen und es ist auch hier in der Linie hier oben perfekt gerade. Also so muss es sein, so muss die Lok schon vom ersten Tag an ausgeliefert werden und nicht hier mit sich ein Kaderwelsch. Was soll das? Da hast du ja als Kunde, du ärgerst dich zu Tode, du packst das Ding aus, freust dich, hast endlich eine ergattert, baust die zusammen und dann stehst du da und es geht nichts. Also wie gesagt, was Qualitätskontrolle angeht, muss Bluebricks echt noch zulegen. Gerade bei den ersten Chargen, die sie an die Kunden ausliefern, dürfen solche Sachen eigentlich nicht passieren. Ja, die zwei Platten kann man maximal noch irgendwo im Haus verwenden. Da durften sie gehen, müssen sie sich irgendwann gerade ziehen. Aber als Dach sind sie denkbar ungeeignet. Gerade wenn sie hier oben nicht auf allen Nöppen befestigt sind. So, das war es erstmal zum Regionalexpress, der nun bei mir fehlerfrei ist.
hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, ist ein bisschen dunkel, denke ich mal. Habe ich hier noch zwei Prototypen. Einmal der normale Expresswagen bei der Deutschen Bahn in Rot und Weiß. Und einmal ein Interregio-Wagen. Ich muss mal sehen, dass ich die Fenster auch noch in der Farbe kriege, in Azur. Das eine ist Azur, das andere ist Medium Azur. Aber das sind erstmal alles nur Prototypen. Seht ihr ja auch hier, das sind weiße Steine, das müsste dann auch noch Azur sein. Und hier einer Medium Azur. Muss mal sehen, ob ich sowas irgendwie bekommen kann. Vielleicht kann da Bluebrix auch weiterhelfen. Geplant ist auch noch ein Intercity der Deutschen Reichsbahn. Oder Stadt-Städte-Express nannte sich das früher. Das sind die, die orange waren. Und was früher eigentlich der Intercity war, ist dann meistens grün gewesen. Ja, ansonsten war es das erstmal von Klemmbausteinwelten. Ihr habt gesehen, worauf ihr achten müsst, ob ihr alle Teile habt beim Regionalexpress oder ob bei euch auch der Designfehler vorliegt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Das war's, bis später. Ciao.